gute Unterhaltung, Alter. Du hast Facebook noch offen, ne? Was, was? Wobei, Facebook ist noch offen. Also oben Tab oder ist es Scheißegal. egal? So ist es. So, ich weiß jetzt nicht. Hä? Ach so. Hast du es? So. Weißt du, ne? Och, er muss wirklich Ach, nochmal eine Ansage so. machen. Jetzt wackelt dein Scheiß hier rum, ist mir auch egal. Doppelpiece hier ist wieder Tanzverbot. Also, Montana Black, du Ratte, du ekelhafte, dreckige Ratte. Ganz ehrlich, Alter. Wir hatten ja eigentlich keinen Streit mehr gehabt und wir haben die Sache eigentlich auch auf dem Teamspeak damals geklärt. Aber du scheinst immer noch weitermachen zu müssen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich meine, bei mir wird jetzt letztendlich, weil ich mich darüber beschwere, wird mir letztendlich wieder unterstellt, dass ich schuld bin an der ganzen Sache. Aber ich selber weiß es, dass ich nicht dran schuld bin. Ich habe mit Montana Black nichts mehr am Hut gehabt. Ihr wisst es selber, ich habe gar nichts mehr in diese Situation gesagt oder zu diesem Thema oder was auch immer, everyday. Aber hier ist der Beweis. Unity Hier, Media ist so aktuell, fuck, dass warum es habe ich eine jetzt was Pressemeldung anderes gibt. aufgerufen? Du Hure, ich will nicht irgendeine Antwort. Könnt ihr das Kein sehen? Wolf bei denen. Warte. Hier könnt ihr das sehen. Wenn Ey, ihr jetzt von mir nicht sind sehen Antworten auch könnt, schon get on my level, abgeleitet. das ist ein offizielles Twitter-Profil, steht auch @MontanaBlack, also ist kein Fake oder sonst irgendwas. Und da steht ein Video zusammen mit Zahnlücken-Johnny. Damit ist der liebe KuchenTV gemeint. Ich war nämlich gestern in einem Video von KuchenTV dabei. Zahnlücken-Johnny ist natürlich, das stelle ich da, weil ich habe eine Zahnlücke, worüber sich eigentlich auch immer nur unterbelichtete Vollspasten lustig machen. Gut, Montana Black, dass du deinen Status selber geklärt hast, mein Freund. Ich bin sehr enttäuscht, muss ich zugeben, weil ich dachte, dass du eigentlich ein ganz korrekter Typ bist, nachdem wir uns unterhalten haben auf dem Teamspeak, aber scheinbar hat das dir nicht so ganz gefallen, dass zwei meiner Videos ganz vorne bei dir draufstehen, ganz vorne in der Suche sind, wenn man deinen Namen bei YouTube eingibt, ja? Ja, Digga, ich weiß ja nicht, warum du auf einmal wieder so eine große Fresse bekommst. Du hast ja selber auch nicht über mich geredet, aber auf einmal jetzt, wo die Gamescom vorbei ist, jetzt, wo es unwahrscheinlich ist, dass wir uns auf irgendeinem Event oder sowas begegnen, jetzt auf einmal kriegst du wieder eine große Fresse. Das ist super lustig. Das ist super interessant, so diese Entwicklung mitzubekommen. Willst du mir das? Kannst du mir das irgendwie erklären in irgendeiner Art und Weise? Also ich weiß ja nicht. Ich weiß generell nicht, was ich von dir halten soll. Ich glaube, du bist so ein richtig hinterhältiger Mensch. Also das ist meine Meinung. Ich glaube, du bist richtig hinterhältig. So komm, mache ich mal was mit irgendwen, musst du natürlich gleich dagegen sprechen. Und wenn KuchenTV sich leicht beeinflussen lassen würde, jetzt einfach nur mal angenommen. Stell mal vor, der hätte das Video rausgenommen und hätte mein Part rausgenommen. Das hätte mich ja auch gefickt. Weil, wir sind ehrlich, die Sache mit KuchenTV, das ist eine massive Promo. Ich habe extrem viele Abonnenten dadurch bekommen. Und wenn er sich leicht beeinflussen lassen hätte, dann hättest du dafür sorgen können, dass er das rausnimmt, weil du das geschrieben hast. Digga, du willst mich kaputt machen, aber das lasse ich nicht zu. Nur weil du nicht darauf klarkommst. Nee, weil die Sache ist, Leute, er ist damals mal auf mein Teamspeak gekommen und wollte so privat mit mir reden. Ja, Tanzen wird alles gut, so richtig scheinheilig. So wie man ihn halt kennt, scheinbar. Ja, ist ein totaler Korrekter. Ist ein total Korrekter, ist ja ist klar, ohne. Da ist er auf den Teamspeak gekommen und hat mich doch darum gebeten, ey Digga, kannst du eventuell mal von den zwei Ansagen die Namen wechseln, weil das ist scheiße. Ich habe die Tags so gut gewählt, dass meine zwei Videos direkt vor seinen Videos sind. Also erst kommt sein Kanal, wenn man Montana Black 88 eingibt und darunter kommt dann schon mein Video. Dann kommt irgendwas anderes von einer Wife oder so. Der Typ ist genauso lächerlich. Und dann kommt er wieder ein Video von mir und das hat den lieben Montana Gleck 8000 nicht gefallen. Ich werde es natürlich nicht ändern und ich glaube, mit dem Post hast du dir selber jetzt keinen Gefallen getan, weil mittlerweile müsstest du mich eigentlich kennen und alle anderen da draußen müssten mich eigentlich auch kennen, dass ich auf sowas natürlich eingehe, weil ich hinterfrage, weshalb? Weshalb laberst du mich jetzt wieder dumm an? Oder warum beleidigst du mich mit Zahnlücken, Johnny? Auch noch die simpelste Variante von Provokation. Du spielst auf meine Zahnlücke an, worüber ich mich selber lustig mache. Du bist ein richtig krasser Typ. Ich finde das einfach nur so lächerlich, dass die ganze Zeit nichts gekommen ist und so zwei, drei Tage, nee. 2 Tage nach der Gamescom. Nee, das war sogar nur ein Tag nach der Gamescom, hast du auf einmal wieder große Fresse im Internet. Ich finde das sehr lustig. Ich weiß nicht, was willst du mir damit sagen? Also, guck mal, was bist du eigentlich? Kannst du mir das erklären? Was bist du? Was zeichnet dich aus, dein Talent, dass du damals Drogen genommen hast und heute in Videos davon berichten kannst, ja? Ja, du hast auf jeden Fall 900.000 Abonnenten verdient. Monty Genauso die Vendetta, ne? Leute, mit denen du abhängst. Kevinio, Elotrix, was sind das für Hallo? Leute? Leute, checkt Ja, es ich doch guck ganz gerade ein einfach. Man Video. mag ja sein, Ach dass es so, von außen einen sorry. korrekten Eindruck macht, aber er hat diesen Streit angefangen. Und ich will jetzt nicht mehr, dass ihr mit Promo oder sowas kommt, weil hier, ihr seht es, ich kann euch gerne seinen Tweet verlinken. Ja, das brauche ich mir gar nicht mehr geben, Alter. Warte, ich schalte noch mal kurz ein kurze Bild.
Oh, es kommt Teamspeak. Ich gehe mal auf seinen Teamspeak, Digga. Ich weiß jetzt schon wieder, dass er. Nein, 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 geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht. Wieso nicht? Das könnte der IP-Clapper sein und so ein Scheiß. Was? Nein, nein. Die haben da Rechte, die können deine IP. Geh einfach nicht rauf. Ich war schon mal auf seinen Scheiß Teamspeak. Ja, ja, viel Spaß dann. Also ich empfehle dir nicht hinzugehen. So. Ja, komm, aber ich will nochmal kurz Dings. Ich will nochmal ganz kurz den Kommentar runterschreiben. Kannst du machen, aber ich würde dir nicht empfehlen, auf den Teamspeak gehen. Sie sagt nicht, dass er das tun wird, aber ich meine im Allgemeinen, da sind ja noch andere Leute, die die IPs einsehen können. Ah ne, er hat sowieso meine Kommentarfunktion da, glaube ich, gesperrt, bin ich mir fast sicher. Warte mal. Ach komm, scheiß drauf. So, komm Freunde, scheiß drauf, ich mach kurz den Stream aus, ich werde ihn mal ganz kurz vernaschen in dem Video. Auf dem Zweikanal natürlich, versteht sich von alleine, ne? So, haut rein, bis gleich.